der letzten Episode. Okay, ich verstehe gerade nicht, warum du die Treppen abwärts, du weißt, du läufst la 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 so runter. Ach, guck mal. Nice, 100% Bergsteigersocken. Das ist ja der Hammer. Da können wir die ja tauschen. Und so geht's weiter. Herzlich willkommen bei The Long Dark im Blizzard-Modus in der Episode 50. Letzte Folge bestand im Prinzip daran, dass wir tagsüber Kisten geklopft haben und nachts ein bisschen was gemacht haben. Sind wir halt mal den ganzen Tag draußen, damit wir nicht Lagerkoller-Risiko bekommen, aber hey, das war schon besser. Ja. Jetzt sind wir dabei, hier ein bisschen Wasser zu kochen, zu hoffen, dass der Blizzard auch irgendwo mal aufhört, weil kann ja nicht den ganzen Tag gehen. Eigentlich kann er das schon, aber wahrscheinlich nicht. So. Das war das Thema, gut. Wir haben tatsächlich Aurora, okay. Gut, dann ziehen wir hier noch die Fackeln raus. So. Wir haben tatsächlich Aurora, super. Okay. Gut, ganz so viel Wasser brauchen wir jetzt nicht, aber hey. Schmeißen wir zumindest mal 1 Liter raus. Unter Wasser natürlich, das ist oder Butter. Genau. So, dann gucke ich kurz mal nach Holz. Da haben wir nur eine Zeitung. Der Rest passt. Beziehungsweise können wir eigentlich auch mal einen Brandbeschleuniger noch raus. Na gut, wir lassen den. Nehmen den mit. Passt schon. Okay, dann ja. Okay, ist vielleicht noch nicht stark genug. Gut, dann warte mal kurz. Nein, das war die falsche Taste. So. Dann laufen wir einfach mal in eine unbestimmte Richtung. Ja, ja, hättest du gern. Müssen wir mal umschalten. Natürlich aufpassen hier, dass ein Viechzeug im Weg ist. Nebel hatten wir lustigerweise noch gar nicht. Ja, absolut nichts, okay. Wie war denn das eigentlich? Muss ich eigentlich erst die Sender reparieren, bevor ich die Tail machen kann? Ja, warte mal, lasst mich das mal rausfinden. Ja, du was? Okay. Aber zählt das? Das zählt jetzt. Ja, das mit der Tail muss ich noch rausfinden, aber wir gehen jetzt gerade mal in die Richtung, wo das anscheinend stärker wird. Welch anderes Signal? Haben wir gar nichts. Okay. Das war wohl tatsächlich nicht stark genug. Hat bald nicht so wirklich das Gefühl, man kommt großartig voran. Speziell in so einer Karte. Tja. Ich bin mal gespannt, wann es mal wieder Aurora gibt, das nächste Mal. Hier auch unsichtbar. Bisschen mehr in die Richtung, okay? Ich behalte das die ganze Zeit im Auge, aber es tut sich nichts momentan. Okay, wir kommen näher auf jeden Fall. Da.
bemerkenswerte Licht. Okay. Das war das. Und wir gehen jetzt auch weiter rum, gell? Nur, dass es klar ist. Es wird jetzt sogar tatsächlich kalt. Aber wir haben das nicht dabei, okay. Oder dann halt nicht. Haben wir überhaupt mit ihr so ein Hemd? Okay, also diese Verstecke findet man wohl schon. Ich weiß aber nicht, ob das dann noch mit der Tail klappt oder ob du da alle für die ganzen Sender brauchst, bevor du dann mit den Tails beginnen kannst. Hm. Das muss ich herausfinden, ja. Ja, da steht nicht viel drin. Repariere die Sender. Und ansonsten gab es ja nur... Oh Gott, wo waren das jetzt wieder? Okay. Sender deckt Regionen am Ort der Trostlosigkeit in der Küstenstraße ab. In den fernen Gebieten, okay. Das ist... Ach so, das ist da nur für die, damit du in den anderen Regionen auch was finden kannst. Und so würde ich das zumindest mal interpretieren. Der Flughafen. Man ist hier auch recht allein tatsächlich. Da oben ist noch ein Försterturm. Eigentlich nicht ein Förster, ist ein Jägerversteck. Förster wird da nicht drin sitzen und dann den Schössling beobachten beim Wachsen. Ist nichts zu sehen an irgendwas Erneutes. Komm ich denn da hoch? Ach, guck mal, hier gibt es ja haufenweise Schösslinge. Nehmen wir ein paar Stöcke mit. Es kann nicht schaden, einfach ein bisschen Holz dabei zu haben. Huch, es leuchtet hier. Unter uns leuchtet es. Echt, das hat damit zu tun, okay. Das ist auch gleich so eine Art Lampe. Eine Säge. Oh, lucky day. Ein Buch. Für den Revolver ein bisschen Munition. Das macht natürlich auf so einem Hochsitz total viel Sinn. Und Tomatensuppe. Ja, wunderschön. Ansonsten ist tierisch hier wirklich nichts zu sehen. Was sehr erstaunlich ist. Hier Wölfe gehört. Wahrscheinlich bilde ich mir das ein. Geh nochmal ins Journal. Es gibt ja es gibt ja hier die Sender. Pufferdaten, Steinhaufen, Hinweise. Polaroids Spezialrezepte. Weltkarte wechseln. Ja, das... Okay. Ja, okay. Kann da drauf klicken, aber da passiert jetzt nichts. Gibt mir jetzt nicht irgendwie so nach dem Motto 1 von 4.
Es wird ja auch langsam ein bisschen kalt. Ja, ich hätte gern nochmal diese Notiz. Ja, wo habe ich die denn gehabt? Hat noch eine Notiz gefunden? Betriebsmemo, okay. Die Tests laufen, aber erste Berichte haben einige ungewöhnliche Signalstörungen. Kahler Zustrom, idyllisches Tal, Stumpflusstal. Ich vermute mal, dass das dann die Luken sind. Ohne funktionierende Sender wird es verdammt schwer, Transponder-Signale von abgestürzten Flugzeugen oder was auch immer zu orten. Also müssen wir die Sache im Auge behalten. Okay, ich suche mir das mal mit den Tails raus. Sekunde. Okay, gut. Hier. Also. Warte, wo stand's? Diese Dinge, die müssen wir erstmal machen. Bevor wir überhaupt mit diesen Tails uns beschäftigen können. Wir müssen erst die Sender reparieren. Vorher können wir nichts machen. Das ist natürlich blöd. Das heißt, wir müssen jetzt erstmal wieder raus aus der Region und die ganzen Sender reparieren. Das einzig Gute ist, dass die Sender alle in unmittelbarer Nähe zueinander sind. Das heißt, Trostlos Marschland, Rätselsee und Milton sind natürlich direkt aneinander grenzende Regionen und dadurch könnten wir das wahrscheinlich sogar relativ schnell abfrühstücken. Heißt für uns aber auch, unsere Tage hier sind gezählt. Erstmal. Wir müssen erstmal wieder abdampfen. Ich dachte, man könnte die bereits starten, aber du brauchst alle vier Sender und dann taucht, wenn du das gemacht hast, erst dann gibt es den nächsten Fortschritt. Ja. Und da müssen wir jetzt erstmal durch. Gut. Was für sie natürlich auch ganz wichtig ist, weil dann können wir uns jetzt ins Bett legen. Hoffe ich mal, dass es am nächsten Tag nicht wieder Blizzard gibt. Das wäre dann, ich weiß nicht, wie viel in Folge. Ich muss mal gucken, ob das inzwischen schon hochgezählt hat hier. 93 Tage, 42 Blizzard, okay. Die Stöckchen jetzt, oder was? So schlimm ist das jetzt auch nicht. Ja, finde ich jetzt ein bisschen unglücklich, weil das heißt natürlich auch im Umkehrschluss, dass ich unbedingt hier auch noch eine Inventur machen muss, bevor wir aufbrechen, weil ich will natürlich wissen, was wir hier haben. Also das ist ja wohl klar. Also von daher, ja, ist es halt so. Gut, gut, dann sind wir ja gleich daheim. Ach, meine Güte. Was für eine Schlapperei. Ist eigentlich auch völlig egal. Mit dem Futter müssten wir eigentlich durch die Nacht kommen. Okay, renn. Also, gibt es eigentlich hier Nachrichten? Ich glaube, die gab es hier nicht richtig. Das können wir aber gerade rausfinden. Da gibt es hier die Polaroids. Das sind diese Pufferdaten. Und, ich dachte, da gibt es so eine Regionssektion. Was? Die Pufferdaten willst du jetzt ablegen, echt? Oh, das zerrt so sehr an meinem Gedächtnis. Naja, gut, okay. Dann schlafen wir uns jetzt einfach aus und machen schnell Inventur und hauen hier ab. So, 861 Kalorien haben wir. Da kommen wir rum. Gott, alles klar. Gute Nacht. Außer wir haben gutes Wetter. Dann kann ich natürlich nicht großartig hier noch Inventur machen, weil dann müssen wir so schnell wie möglich los. Wir gucken mal kurz vor die Tür. Ja, natürlich haben wir jetzt gutes Wetter, okay. Ja, dann keine Inventur. Dann keine Inventur. Wir werden ja auch in näherer Zukunft wieder herkommen, das ist ja okay. Vielleicht nehmen wir noch einen Wetzstein mit oder sowas. Das wäre wahrscheinlich gar nicht so verkehrt. Oh.
Schön langsam. Ja gut, zumindest haben wir ein paar Leuchtmittel gefunden. Das ist auch schon nicht so schlecht. Ich muss sowieso erstmal durchs Inventar, bevor wir hier abdüsen. Da kann man wahrscheinlich einiges hier lassen. Und was? Also manchmal habe ich das Gefühl, also sie sagt einfach nur, was sie gerade so in den Sinn kommt. Okay, den Rest lassen wir hier. So, wie viel Wasser haben wir noch? Da nehmen wir vielleicht später noch mal was mit, aber erstmal legen wir hier noch weiter ab. Also, hier oben erstmal rein. Ja, komm, scroll runter. Sonst haben wir hier nichts in der Region. Genau, ein Buch noch. So, im Hochsitz gefunden. Die Stöcke liegen alle hier. Genauso wie die Fackel natürlich. So, die Schösslinge kommen rein. So wie die Säge und die Laterne, Lampe und so weiter. Futter. Da haben wir noch eine Tomatensuppe. Das war auf jeden Fall hier. Wasser haben wir genug. Warte mal, da nimmst du schon mal eins. Okay, wir lassen noch Kaffee da. Kommt dann auch hier dazu. Kaffee. Ja, den Rest immer mit. Das ist okay. Okay. Ja, nochmal den Haupthangar und dann ablegen und dann halt, das heißt halt abdüsen. Weil ich kann das jetzt nicht riskieren, dass das Wetter jetzt noch umschwingt. Bevor wir hier weiter irgendwie Action machen. Gut. Dann hätte man die anderen Sender doch noch reparieren sollen, aber gut. Ja, ich habe mir jetzt mal in der Zeit über ein bisschen alles durchgelesen, was dazu stand, weil ich das jetzt einfach mal wissen wollte, wie das mit den Tails, bevor ich das wieder vergesse. Sprühdose, brauchen wir den jetzt unbedingt? Lass mal den Wetzstein da. Außerdem könnte man Holzkohle da lassen. Einfach mal so 8 Stück oder so. Genau. Und die Schösslinge. Können hier mit trocknen. Ach ja, wir haben noch ein paar Federchen, genau. So, also das ist sauber. Medizin. Das nehmen wir mit, wie es ist. Kleidung ist eh klar, beziehungsweise, warte mal. Nehmen wir mal die Klettersocken. Ich gehe erstmal hier drüben hin. Bleiben hier. So, Futter. Futter haben wir gesagt, nehmen wir so mit, wie es ist. Da würde ich auch sagen, bleib mal einfach mal darauf, weil da möchte ich auf nichts verzichten und dann war es das erstmal schon wieder. Schade. Schneller als gedacht. Okay. Alles klar. Dann gehen wir mal den Weg lang, den wir, ich weiß gar nicht, vor wie vielen Tagen das war, da oben, wo es dann wieder zurückgeht auf die Straße, die wir reinwärts nehmen müssen. Ja, ist tatsächlich frisch. Und glaub mir, ich würde sehr gerne tauschen gerade. Sehr gerne. Grad habe ich hier in der Ecke. Ich weiß gar nicht, wie warm es draußen ist. Es sollte eigentlich gar nicht so warm sein heute. Ja doch, eigentlich 29 Grad war schon vorhergesagt. Gib mir mal es 12 Uhr. Okay, 26 Grad sind es draußen. Na ja, gut. Dafür 20 Grad Taupunkt. Juhu. Schön schwül. Okay. Ja gut, was willst du machen? Ist halt Sommer. Gut, meine Gute, dann sind wir jetzt doch schneller wieder draußen als gedacht. Das heißt, wir müssen erstmal den Transferpass, dann durch die ganze Fernreisestrecke wieder gehen. Durch die beschädigte Bahnstrecke, da haben wir nichts verloren, außer durchzugehen. Großlos Marschland, Rätselsee und Milton reparieren und wieder zurückkommen. Also erstmal, beziehungsweise erstmal gucken, was da denn die Task danach ist. Ja, das kann ja sein, dass da was ganz anderes kommt. Ja, erstmal den Ort der Trostlosigkeit, die Riken erstmal wieder flott machen.
Ja, ich weiß. Das kriegt man jetzt hin. Wir kommen jetzt schon an den Transferpass. Das ist jetzt, glaube ich, auch gar nicht so extrem weit weg, bis dann erstmal den Transferpass. Inzwischen habe ich ja dieses Feature mit diesen Thumbnails, wo ich da ein bisschen rumspielen kann. So ABC-Tests quasi. 3 Stück kann man da dann halt rumspielen mit kleineren Variationen oder auch komplett andere Thumbnails kreieren. Ich probiere mich da mal ein bisschen durch. Ich hatte eigentlich gedacht, wenn ich da irgendwie so ein Emoji mit drauf packe, vielleicht der ein oder andere auch vielleicht mal so ein Thumbnail bekommen, dass das vielleicht die Klickrate erhöht. Tut es aber tatsächlich nicht, lustigerweise. Also zumindest die Tests, die ich bisher ansehen kann, die kriegst du die Ergebnisse erst, wenn eine gewisse Anzahl an Klicks auf die, ja, auf die Impressionen sozusagen erfolgt sind. Ab 100 musst du haben, bevor überhaupt das angezeigt wird, wie hoch da die Klickrate ist. Und ja, die mit den Emojis werden tatsächlich seltener geklickt. Es ist nicht so viel, aber es ist schon eine Nuance seltener, sodass ich mir das eigentlich sparen kann. Und ich habe auch das Gefühl, dass hellere Thumbnails eher geklickt werden als dunklere. Ja, das ist lustig. Also als wir jetzt hier in die Region zum Beispiel gekommen sind, hatte ich ja einmal diese Drapierung sozusagen, was man da hatte in dieser, keine Ahnung, wo da diese 3 Haare gebunden waren, der stehende Pilz und so. Und hatte ich dann als Alternative halt diesen Pfeil, den wir da aus Stöcken gelegt haben, der ja weiß war sozusagen. Und der wurde tatsächlich häufiger geklickt als diese Drapierung. Ist echt lustig. Hätte ich nicht damit gerechnet tatsächlich. Deswegen sind die Tests für mich auch tatsächlich wichtig. Und ja, muss ich da auch gar nicht verkünsteln, lustigerweise. Klingt stürmisch. Okay, alles klar. Dann gehen wir jetzt hier mal rüber. Bis hierhin sind wir gelaufen, aber nicht weiter. Und das ist, wenn ich dann einmal eine Kartierung machen darf. Das ist noch nicht mal bei Willis Wende, lustigerweise. 2 haben wir noch, das machen wir dann am Ausgang. So, wir müssen hier noch ein Stückchen drumherum laufen, bevor wir runter auf die Straße kommen. Emote-technisch hat sich lustigerweise jetzt mal nichts getan. Das fand ich jetzt sehr interessant. Ich hatte echt befürchtet, dass das Spiel wie beim letzten Update da erstmal in die Crash-Runde geht, aber bisher ist es stabil. Also da bin ich echt erstaunt. Ich hätte jetzt echt erwartet, dass das Spiel hier absturzfreudig ist, aber bisher ist es sehr stabil. Ah ja, genau. Immer auf den Baumstamm. Uff, der Baumstamm ist durchsichtig, echt. Achso, die Rinde wackelt, okay. Wo habe ich denn eigentlich diesen Pfeil gelegt? Das ist auch eine gute Frage. Naja, liegt eine Leiche. Mit Feder natürlich. Und nix. Ja, ich weiß. Das ist aber gar nicht so extrem, aber irgendwie habe ich das Gefühl, nimmt so einfach so sukzessive ab. Es ist einfach so gradueller Verlust. Und da kannst du auch gar nicht viel machen. Das ist dann einfach so. Da gibt es auch noch ein paar Eichen. Zumindest, ja, da oben ist noch eine, genau. Und 2 sogar. 3 Stück. Insgesamt
Und da sind wir unten auf der Straße. Ja, und das ist halt hier, kommst du halt nicht hoch. Da kommst du nicht hoch, genau. Interesting. So, und wenn ich jetzt richtig Erinnerung habe, müssen wir in diese Richtung laufen. Na, ja, genau. Okay, warte mal. Wollen wir das machen? Weil wenn wir dann das nächste Mal hier durchkommen sollten und wir wollen raus, brauche ich 4 Stück. Dann machen wir hier nämlich auch wieder diese Pfeilgeschichte. Ja, ich weiß. So, dann wissen wir dann, da geht's raus, alles klar. Ja. Ich wollte eigentlich kartieren. Okay, sieht genauso aus, lustigerweise. Nur halt ohne Pfeil, oder was? Und ein bisschen mehr Bäume da. So, da sind wir. Da wissen wir hier, wie man langläuft. Okay, alles klar, perfekt. Es sieht wirklich genauso aus. Das ist echt lustig. Ja, sehr schön. Gut, dann bewaffnen wir uns mit noch mehr Holzkohle. Ich denke, da wird in dem Depot noch einiges sein. Hoffe ich zumindest. Echt, im Windschatten geht die Temperatur rauf. Dann gehen wir noch im Windschatten. Sofern wir zumindest ein bisschen Windschatten bekommen. Schön an den Bäumen vorbei, den Windschatten nutzen. Na gut, wir müssen darüber. Es hilft nichts. Oh, ist schon wieder so kalt. Ja, ist im Prinzip genauso kalt. Na, jetzt kommt der Schnee hinzu. Okay, das wird jetzt wieder der Blizzard wahrscheinlich. Nee, 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 ich hatte was vergessen. Bitte nicht ohne Blizzard gehen. Ja, ja, natürlich. Vielleicht senil, die Gute. Na gut, dann machen wir uns jetzt erstmal warm und gucken mal, wie das Wetter sich gestaltet. Ob man da zumindest noch die Fernreisestrecke kommt. Wenn wir wenigstens einen Zug nehmen können, das wäre alles ein bisschen einfacher. So, genau, die Ahornschösslinge sind bereits getrocknet. Also die Tür ist zu. Der einzige Grund, warum ich da hingehe, so haben wir jetzt Holzkohle. Wir haben keine Holzkohle hier, echt. Junge, Junge, das ist echt viel Holz. Und Kleidung. Und hier ist unser Brecheisen, das wir noch haben. Haben wir eigentlich Inventur hier gemacht? Transferpass Depot. Gehen wir erstmal ins Holz. Einfach mal Kohle, habe ich ja gesehen. Transferpass. Ne, haben wir nicht. Okay, dann mache ich mal kurz Inventur. Wir müssen uns ja sowieso aufwärmen. Also wir haben hier auf jeden Fall 3 Ahornschösslinge, wo wir ja auch immer hier sind. Aber wir lassen die mal hier. TPD. Hier Altholz, 5 Bücher. Genau, 60 Kartok-Streichhölzer, 11 Kohle. Gut, 28 Stöcke, Tanne und 4 Zeder. Gut, so. Arbeitshandschuhe, Laufschuhe. Rennfahrer und Wollhandschuhe, okay. Genau, Sweatshirt, Thermostiefel und eine Wollmütze. Gut, dann haben wir eine leere Laterne, okay.
2,47 Liter Öl. So, wie voll ist denn unsere Laterne? Mal gerade mal gucken, weil wir müssen jetzt ein bisschen durch Tunnel laufen. Machen wir die nochmal voll. Okay. 0,99. Dann nochmal 2,38, beziehungsweise wenn wir das hinstellen, wie viel ist es dann noch? Auch 2,38. Okay, alles klar. Dann haben wir Schweinefleisch und Hundefutter. So. Ah ja, 12 Antibiotika, Brecheis. Naja, das sind natürlich genau die richtigen Segmente. Luckpolling. Haben wir da irgendwie was? Warte mal, wir machen mal hier. Wir haben noch 2 Energy Drinks. Die lassen wir auch mal hier. Luckpolling, 4 Metallschrott. Keine Ahnung, ob der da richtig ist. Das ist aber erstmal egal. Luckpolling, habe ich die hier? Nee, aber Metallschrott. Die müssten dann hier sein, richtig? Nee, sind sie auch nicht, okay? Hier sind sie auch nicht. Ich schreibe sie mal hier rein. Der Birkenrind haben wir auf jeden Fall, genau. Genau, da sind wir hier fertig, hier fertig. Der Messer, 2. 2 Magnesiumfackeln. Richtig. Futter ist hier nichts drin, Kleidung ist auch nichts drin, dann sind wir durch. Genau. Okay. Gut, dann sind wir aufbruchbereit und versuchen auch diese Region zu verlassen. Die Schneehühner. Tja. Senderreparatur ist notwendig. Senderreparatur ist notwendig. Was willst du machen? Müssen wir jetzt halt durch? Also die Tail ist nicht nur so nach dem Motto, hol das Funkgerät und renn da rum, sondern das ist halt wirklich ein bisschen mehr ausholen. Gut. Gerade um Interesses halber. 66%, okay, da reicht noch eine ganze Weile der Bogen. Ja, aber jetzt hatte ich den Sportbogen gefunden, aber ich sag mal so, wenn man da sowieso, weiß nicht, wie viele Tage waren wir jetzt da, 6 Tage, 4 Tage feststeckt wegen Blizzard, dann freut sich der Puma. Es gibt natürlich die Leute, die gleich wieder triggern, da bin ich mir relativ sicher. Um zu gucken, wie das funktioniert. Ja gut, wenn da steht, dass du ein Abzeichen bekommst, wenn du 3 Pumas erlegt hast. Ich bin mir relativ sicher, dass das von einigen schon geknackt wurde, sozusagen. Das kann ich mir gut vorstellen. Community ist ja doch ein bisschen härter als Hinterland, das immer annimmt. Wird irgendwann wahrscheinlich für die meisten Spieler auch nur noch so eine Komponente im Spiel sein. Naja, so wie der Elch halt, den halt auch dann erstmal lange suchst und versuchst du dann halt den Puma zu triggern. Am besten wäre natürlich der Puma in der Küstenstraße zu triggern, das ist ganz klar. Also speziell, wenn du da halt nur auf dem Eis unterwegs bist, weil da gibt es keine Wellen und Dellen, wo der dann hinrennen kann, der Penner. Tja. Ja, es gibt ja auch dieses Puma-Nest sozusagen. Also Nest in Anführungsstrichen, der brütet ja nicht. Aber seine Heimstätte einmal pro Welt gibt es sozusagen ein. Und die kannst du halt mit 3 Krachmachern kannst du die dann sozusagen zum Einsturz bringen und dann hast du erstmal eine Weile Ruhe. Der kommt aber wieder. Also nicht so, dass du dann so eine Quest einmal erfüllen musst, dann nach dem Motto, dann bist du den von der Backe. Nee, nix da. Kommt auf jeden Fall wieder. Wenn du ihn aktiviert hast, natürlich. Das ist klar. Ich meine, selbst auf Pilger 70 Tage, das ist schon tatsächlich eine sehr, sehr, sehr lange Zeit, die du da in eine Region zubringen musst, dass der überhaupt mal kommt. Ich weiß jetzt auch gar nicht, wie viel Prozente du da verlierst in dem Kampf. Also ab wann der sozusagen für dich auch tödlich werden kann. Oh ja, jo.
Ach ja, naja. So, hier geht's gleich raus. Wir haben leider keine Holzkohle mehr. Sehr schade. Deswegen nehmen wir einfach, was wir hier haben. Gut, am besten erstmal das, was schnell vorübergeht. Man könnte natürlich jetzt hier 30 Tage in dieser Region zubringen, das ist klar. Und einfach sagen, ja, komm, 30 Tage, mal gucken, ob der hier auch im Tunnel kommt, der Puma. Ist auf jeden Fall dann gut was fürs Herz. Ja, ich hatte ja noch überlegt, hier in Alien Isolation gibt es ja auch so eine Art Challenges, sag ich mal. So Mini-Stories, die du halt spielen kannst. Für den Stream. Ich hatte ja auch den Wunsch bekommen, Horrorspiele. Was machen wir vielleicht im Winter, wenn es nicht so heiß ist, weil da, das ist für mich, für meinen Körper schon genug. So, weiter geht's, ja. Wie sagt denn der Tag? Na gut, extrem weit werden wir wahrscheinlich nicht kommen. Fürchte ich fast. So, der nächste. Hast du nicht gezogen, okay. Ich dachte auch, dass ich schon wieder Wolf gehört hatte. Wir hatten ja, als wir hier durch sind, einen erlegt. Also erlegt in Anführungsstrichen. Hat mit ihm gerungen. Das sollte aber noch gar nicht so lange her sein, dass er schon wieder zurück ist, aber keine Ahnung. Alles ist möglich. Gut, dann fauchen wir hier halt ein bisschen durch. Es kann aber sein, dass wir in dem Tunnel erst nochmal uns aufhalten über die Nacht, weil der nächste Schritt wird relativ groß. Durch die Unwirtlichkeit, tatsächlich. Wir haben einiges an... Ja, ich überlege gerade, wieso haben wir so wenig Munition? Wir haben einiges im Flughafen gelassen. Das reicht auch. Das reicht auch, ganz ehrlich. Das ist mehr als genug. Bist du tatsächlich... Wo bist du denn? Da drüben, okay. Bin nicht so sicher, ob du uns wirklich hinterherkommst, aber kannst es ja mal versuchen. Es könnte sein, dass das nicht klappt. Er klappt. Vielleicht kommt er nicht vom Felsen runter. Also ich bin mir nicht so sicher, ob wir verfolgt werden. okay. In der Ferne hört man ihn schon wieder jaulen. War es ja schon wieder. Ja, ich weiß, das wäre was zu essen gewesen und wir haben genug dabei. Ja, da unten fließt der Stahl. Der Armin Müller. Ja, den Witz muss man jedes Mal bringen, wenn man hier durchläuft. Ja, ich denke mal, dass... also jetzt ohne Gewehr sozusagen... Ich denke mal, dass wir, welcher Tag ist das dann? Am 7. Juli, am 7.7. Dann mal wieder einen Stream machen können. Erstmal ohne Gewehr, ich sag's erstmal so als Möglichkeit, müsst einfach gucken, wenn die Thumbnails im Community-Tab am
Sonntag, also da müssen wir halt mal reingucken, ob ich da irgendwas davon von mir gegeben habe. Das sind keine Kohlen, okay. Oder halt, ja, auf den üblichen Kanälen. Ich habe jetzt nochmal Instagram und Threads Accounts erstellt. Facebook bin ich jetzt noch nicht. Kann da tatsächlich auch separate Accounts machen. Da muss ich halt auf Threads, kann ich jetzt anscheinend auch auf über meine Plattform, die ich ja eh die ganze Zeit verwende, diese Buffer-Plattform. Da liegt Zeug. Ja, das müssen wir wahrscheinlich mitnehmen. Das wird aus einem ganz bestimmten Grund hier liegen. Deswegen liegt es hier. Genau, ich habe jetzt so eine Plattform, wo ich das immer steuere, wenn die Thumbnails und so weiter kommen. Das ist jetzt Threads auch dabei. Bei Instagram ist das halt ein bisschen blöd. Da muss halt einen extra einen Facebook-Creator-Account erstellen. Total sinnvoll. Aber gut, das eine händisch machen, das geht immer noch. Zerstör das Gleis. Ja. So. Jetzt haben wir das Seil nicht dabei. Ich weiß gar nicht, wo wir das Seil hingelegt haben. Sind immer noch keine Kohlen, okay. Genau laufen. Ach, guck mal, hier gibt es diese Bergmanns-Taschenlampe. Eine industrielle Taschenlampe ausgestattet mit einer größeren, leistungsfähigeren Batterie. Noch ein Brecheis. Naja, hier ist das Seil. Gut. Damit wäre das Thema geklärt. Hier gibt es noch was zu futtern. Oh. Hier, ne? Gute Pfirsiche. Nice. Chiaka. Gut, dann nehmen wir die. Da ist ja recht. Okay, dann bringen wir das gleich mal an. Dann könnte man nämlich auf dem Rückweg dann die schnellere Route nehmen. Beziehungsweise man kommt ja, glaube ich, so oder so über die Gleise. Wenn man möchte, oder? Mal gleich sehen. Ja, zum Puma nochmal. Ich weiß, also diese eine. Ja, wir legen es doch gerade ab. So. Diese eine Stelle, wo er ja sozusagen spawnt. Er ist dort nicht zu sehen, aber es gibt halt dann so eine Luke quasi. Und da ist halt die Frage, ist auch so lustig, dass der Steuermann da oben sitzt. Ja. Ich weiß nicht, wie man die findet. Ob die auf der Karte eingezeichnet ist oder ob du die halt nutzlose Brücke. Oder ob du die halt dann sozusagen einfach, du musst halt herumlaufen und gucken, ob du die irgendwo mal siehst. Ich kann mir vorstellen, dass die eher in einer unwirtlicheren Region ist, also eher nicht Rätselsee, Küstenstraße oder so. So eher sowas wie Stummflusstal oder Aschenschlucht, das kann ich mir gut vorstellen. Guck mal. Yes. This stuff will come in handy. Gut, dann nimmst du die letzte. Beziehungsweise ist da Saft drauf? Da ist sogar Saft drauf, Goss. Cool. Noch von der letzten Aurora. Ah, okay. Ja. Gut. Deswegen die ganzen Brecheisen dieser Welt. So sie auch ja nicht übersiehst. Aber ja, du kannst auch oben lang laufen. Ach nee, du kommst nicht über diesen Schutthaufen, glaube ich, drüber. Irgendwas war das da. Tja, und nun, jetzt haben wir das ganze Zeug hier. Ich will es jetzt eigentlich ungern zum Wartungsschuppen schleppen, um genau zu sein. Um ehrlich zu sein, meine ich. Ach, naja. Was haben wir denn alles? Also wir haben auf jeden Fall Holz. Wie ist denn das eigentlich? Geschlossene Räume, okay. Müssen wir das woanders deponieren. Okay, dann behalten wir das Holz halt erstmal. Davon haben wir nichts. Dann haben wir hier eine Jacke, okay.
Ja, und die Brecheisen. Die werden wir gleich los. Da ist jetzt die Frage. Das war das Pfirsiche, Jacke und zwei Brecheisen. Das ist die Fernreisestrecke, also FS. Nenne ich das mal. Ja, ich nenne es einfach FS. Ich weiß nicht, wie ich es sonst nennen soll. Es hat jetzt irgendwie nicht eine spezielle Notation, diese Location hier. Das ist halt das einzige mit nur zwei Buchstaben. Gut, alles klar. Weiter geht's. Wie sind wir eigentlich so schwer? Ein bisschen nur. Hunger. Schade, ist das hell. Brauchen wir nicht. Man könnte die ja theoretisch auf der anderen Seite des Tunnels ablegen. Und in der Hoffnung, wenn mal wieder eine Aurora kommt, dass es dann aufgeladen wird. Kann das nicht zu- oder aufmachen. Es ist halt so. Wo war denn eigentlich der Sendeturm hier in dieser Karte? War der nicht auch an dem einen an der einen Polaroid-Stelle? Der von der Höhle, wo man ja ins Leak Inlet kommt. Ich glaube schon. Hallo? Hier nicht weiter. Ob die Lampe reicht? Wahrscheinlich nicht. Wobei, da vorne wird es wieder hell. Achso, hier geht's schon wieder raus, echt? Danke für die Erinnerung. So, dann bleibt das auch hier. Gut. Okay. Ja, da sind wir schon durch. Echt, ging das so schnell hier durch? Sehr interessant. Okay, dann machen wir das so. In der nächsten Folge, ich weiß jetzt nicht, wie hundertprozentig lang die ist. Keine Ahnung. Gehen wir hier weiter. Ich hoffe, wir kommen relativ heillos durch. Wir gehen wahrscheinlich zu Spensheimer, schätze ich mal. Da gibt es nämlich genügend Futter und so weiter. Und von dort aus dann versuchen, den Funkturm im trostlosen Marschland zu reparieren. Wir müssen ins... Das ist doch auf der Karte ganz, auf der Notiz ganz anders. Hier diese. Hier. Folgenden Senderstandorten. Trostlos Marschland. Ach doch. Hä? Nee, Leute. Wir hatten hier Rätselsee stehen. Wir werden hier nicht idyllisches Tal stehen. Da bin ich mir 100% sicher. Also das kann ich mir dann schon merken. Aber gut, dann müssen wir ins idyllische Tal. Noch mehr Geschlapp. Na gut, was willst du machen? So ist halt. So ist das Leben. Dann machen wir den nächsten weiter. Ich danke euch fürs Zuschauen. Wünsche euch einen coolen Tag. Wir sehen uns. Macht's gut. Ciao.